Reinigung bei der Radatz. Was verstehen wir darunter? Ganz einfach. Wir reinigen Wand und Decke, wir reinigen Ihren Boden, wir reinigen Ihr Mobiliar und ganz wichtig, wir reinigen Ihre Raumluft. Wir bei Radatz leben die 4D-Reinigung auch in der Unterhaltsreinigung und arbeiten viel mit biotechnologischen Reinigungsmitteln, die nicht nur für die Umwelt gut sind, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Wir arbeiten mit den neuesten Technologien wie dem iMop oder dem Spraysystem, um die Qualität immer auf dem höchsten Stand zu halten. Um unseren hohen Anspruch zu erfüllen, haben wir die Radatz Akademie gegründet. Dort werden unsere Mitarbeiter auf unseren Standard gebracht. Sie werden regelmäßig geschult und in die neuesten Technologien eingewiesen. Wir gucken immer noch nach neuen Reinigern, wir gucken nach neuen Möglichkeiten. Und selbst der Gründer, der Charlie Radatz, hat schon immer Sachen auch selber gebaut. Wir haben oftmals Sachen, die wir präparieren, die wir für uns anpassen. Und das über Jahre hinweg. Das ist jetzt schon über 40 Jahre, über 60 Jahre, wo wir das alles begleitend machen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, größer zu werden. Wir haben es geschafft, viele Menschen an uns zu binden, die eine Expertise teilen wollen. Wir haben es geschafft, zwei Gebäudereinigermeister, einmal mit dem Björn Radatz und mit dem Peter Radatz im Unternehmen zu haben, die auch in der Innung unterwegs sind. Wir haben viele Leute, die was fragen und machen. Und gerade in den Sonderbereichen, ob es jetzt höhere Höhen sind, ob es Spezialbereiche der Fassade sind, wo ja auch die Fenster immer wieder mit einbezogen werden in der Glasreinigung. Da haben wir einfach das Wissen über die Jahre entwickelt oder auch uns angeeignet. Der Vorteil ist, dass wir viele Mitarbeiter haben, die auch schon sehr lange bei uns sind. Das heißt, die kriegen jetzt aktuell auch schon die dritte Generation bei uns im Unternehmen mit. Und wir leben halt von deren Wissen. Sie haben nochmal die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu entwickeln. Wir haben Fortbildungen, die wir besuchen können. Andererseits haben wir auch schon mal Schulungen oder halt Unterweisungen getätigt für andere Unternehmen, weil wir über die Jahre hinweg und über diese verschiedenen Möglichkeiten und Baustellen, Objekte, haben wir einfach die Erfahrung, dass wir die teilen können und dürfen. Und der große Vorteil ist dadurch, dass wir innovativ unterwegs waren, dass wir auch Kniffe kennen, die sonst keiner anderer kennt. Viele Firmen scheitern vorher. Wir haben eine Lösung über verschiedenste Möglichkeiten.